Moin, ich begrüße Sie zur Fortsetzung von Lernfeld 1, Kapitel 1, der Betrieb und sein Umfeld für das Prüfungscoaching für IT-Azubis. In Lernfeld 1, Kapitel 1 befinden wir uns weiterhin im Themengebiet Beziehungen des Ausbildungsbetriebs und seiner Beschäftigten zu ihrem Umfeld. Wir setzen fort mit 1.4 Marktstrukturen. In Lernfeld 1, Kapitel 1, Abschnitt 1.4 Marktstrukturen sind folgende Themen für uns relevant. Zuerst die Herausforderungen neuer Märkte, dann die Ziele von Industrie 4.0, daraufhin folgend die Eigenschaften der neuen Industrie 4.0 Marktstrukturen, die Folgen der Änderungen in den Marktstrukturen für unser Unternehmen, die Entwicklungen auf den Arbeitsmärkten in den vergangenen 40 Jahren, darauf werden wir nur sehr kurz eingehen. Und zu guter Letzt, der Unique Selling Point. Was ist das überhaupt und warum wird er in den neuen Marktstrukturen immer wichtiger? Dieses Kapitel könnte relativ lang werden, ich rechne mit 20 bis 30 Minuten. Das heißt, es wäre empfehlenswert, wenn Sie zwischendurch eine kurze Pause einlegen. Die machen wir jetzt aber erstmal nicht, sondern wir legen los. 1.4 Marktstrukturen. Alle Unternehmen und deren Personal müssen sich auf die Merkmale der neuen Märkte einstellen. Jetzt werden Sie kurz kennenlernen, was sind die neuen Merkmale und damit auch die Herausforderungen der neuen Märkte. Zuerst zu nennen ist der Wissensfortschritt. Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz sind hier zu nennen. Künstliche Intelligenz ist ein Thema, was gerade in der Softwareentwicklung immer mehr an Bedeutung gewinnt. Das kann sowohl eine Chance sein, weil Software qualitativ hochwertiger und schneller entwickelt werden kann, kann aber auch ein Risiko sein für Unternehmen, weil die Software bzw. die Einrichtung von künstlicher Intelligenz erst einmal auf den ersten Blick relativ teuer ist. Der nächste Punkt ist, dass IT in allen Tätigkeitsbereichen mittlerweile Standard ist oder standardisiert wird. Was bedeutet das für uns? Nur wenige Tätigkeiten werden ohne direkte IT-Unterstützung, also ohne das Ausführen von irgendwelchen Programmen, durchgeführt. Beispielsweise Gärtnern, Kochen oder Raumpflege, sprich das Putzen der Arbeitsräume. Wertschöpfungsketten werden dabei immer mehr von IT gesteuert. Hier besteht die Gefahr von Ausfällen. Das heißt, fällt ein wichtiges Warenwirtschaftssystem aus, was zum Beispiel die Logistik steuert, kann das zu erheblichen Problemen in der Lieferkette, sprich in der Wertschöpfungskette führen. Des Weiteren sind IT-Systeme sehr, sehr teuer und sind aber nötig, um den Wertschöpfungsprozess konkurrenzfähig zu halten. Das bedeutet, auch unser Unternehmen, also unser fiktives Beispielunternehmen, kann nur dann konkurrenzfähig sein, wenn die Wertschöpfungsprozesse und die Wertschöpfungskette von IT-Systemen mit unterstützt wird, weil ansonsten ist das nicht mehr zu handeln. Und IT-Systeme, angehende Fachinformatiker werden das vielleicht wissen, Systemkaufleute aufgrund ihres Wirtschaftshintergrunds vielleicht noch mehr, können mal locker bis zu 250 oder 500.000 Euro kosten. Das kann gerade für mittelständische Unternehmen sehr schwierig zu finanzieren sein. Der dritte Punkt ist, dass Geschäftsprozesse beschleunigt werden müssen und damit digitalisiert werden müssen. Die Prozesse werden immer schneller und müssen durch IT-Systeme gestützt werden. Da kommen wir wieder auf Punkt 2 zurück. IT wird in allen Tätigkeitsfeldern mittlerweile verwendet, aber IT ist eben teuer. Das heißt, die Geschäftsprozesse müssen so effizient aufgebaut sein, dass sie durch IT-Systeme effizient zu unterstützen sind. Bleibt für uns als Schlussfolgerung, um den Merkmalen und damit auch den Anforderungen und Herausforderungen der Märkte gerecht zu werden, muss unser Unternehmen am Ziel Industrie 4.0 stetig weiterarbeiten. Heißt, eine schnelle Vernetzung ist 2024 ein Must-Have und kann zu einem großen Wettbewerbsvorteil werden. Was ist jetzt aber nun das Ziel von Industrie 4.0? Das Ziel ist grundsätzlich erstmal vollautomatisierte Fabriken. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, wie soll das funktionieren?
Das funktioniert, indem zum Beispiel Maschinen jederzeit ans Netzwerk angebunden sind und Internetzugang haben. Produkte wie, ich sage jetzt mal bei VW, ein Motorblock wird über ein RFID-Chip gesteuert. Das heißt, dieser Motorblock wird in die Produktionsstraße reingefahren. Der Roboter erkennt einen RFID-Chip und weiß durch diesen RFID-Chip einen Code auszulesen und genau, was er mit diesem Motorblock machen muss. Maschinenbediener und Kunden sind ebenso einzubinden und tauschen über IT-Systeme permanent Informationen aus. Vielleicht stellen Sie sich jetzt die Frage, was haben Kunden da zu suchen? Na, wir reden jetzt nicht von Einzelkunden wie Ihnen oder mich, sondern wir reden von Kunden, sagen wir mal VW. So. VW will seine Produktion von, nennen wir mal den Touareg, erhöhen. Jetzt ist es aber sinnlos, immer wieder neue Produktionszahlen einfach in irgendein System einzugeben. Das heißt, in ein System werden neue Produktionszahlen eingegeben und das Ziel von Industrie 4.0 ist, dass über die gesamte Lieferkette, das heißt bis hin zum letzten Lieferanten, der irgendwie, ich sag jetzt mal, Bildschirme liefert für die Navigationssysteme oder ähnliches, dass das alles automatisiert über IT-Systeme weitergegeben wird. Das heißt, dass sowohl das System von VW als auch von dem nächsten Lieferanten, vom nächsten Lieferanten etc. in der Wertschöpfungskette miteinander vernetzt wird. Dafür gibt es dann auch Produktionsroboter, in denen Minicomputer, sogenannte cyberphysische Systeme, CPS in Kurzform, zusammengeschaltet werden. Wieder VW, weil das ein super Beispiel ist, die Produktionsstrecken von VW, vielleicht haben Sie sich die bei einer Werksführung mal angucken können, diese Produktionsstrecken haben allesamt Minicomputer installiert, die untereinander miteinander vernetzt sind. Das heißt, gibt es irgendwo an Standort A, ich sage jetzt mal in der Schweißerei für die Autotüren, einen Fehler, wird das sofort an die anderen Roboter weitergegeben und die verringern ihre Produktionsgeschwindigkeit, damit es nirgendwo zu einem richtigen extremen Stopp kommt, sondern die Produktion einfach kurzzeitig verlangsamt wird, bis das Problem behoben ist, damit sie dann wieder hochgefahren werden kann. Das Ganze soll die Geschäftsprozesse und die Produktion der Autos wesentlich effizienter gestalten. CPS, also sprich die cyberphysischen Systeme, sind mit dem Internet verbunden. Ein Minicomputer in diesem Roboter, also in diesem CPS, stellt die Produktionsdaten für andere Systeme zur Verfügung. Maschinen kommunizieren damit mit ganz minimaler Latenz, also minimaler Unterbrechung miteinander, das sind vielleicht nur noch Sekunden. Andere Systeme wiederum können die Produktionsroboter automatisch ansteuern und die Produktionsraten erhöhen oder verringern oder die Aufgaben verändern. Heißt beispielsweise, in dem Haupt-PC einer Produktionsstraße gibt der technische Leiter oder der Betriebsleiter, der Meister, wer auch immer, gibt dort ein, wir schweißen jetzt nicht mehr Türen, wir müssen jetzt für eine neue Produktionslinie mal kurz 20 Motorhauben schweißen. Er gibt das einmal ein und alle Maschinen in dieser Kette, in diese ganzen Produktionsroboter, die in dieser Kette verbunden sind, wissen das innerhalb von ein paar Sekunden und können damit ihre Art des Arbeitens automatisiert umstellen. Dieses heißt dann vollautomatisierte Fabrik und ist ein Hauptziel von Industrie 4.0. Welche Eigenschaften haben nun diese neuen Marktstrukturen der Industrie 4.0? Zum Beispiel, Services und Anwendungen migrieren in sogenannte Distributed Clouds. Dieses Thema werden wir in einem anderen Lernfeld nochmal wesentlich detaillierter besprechen, aber hier mal als Beispiel zum Verständnis. Distributed Clouds sind moderne Plattformen auf Basis von SaaS, Software as a Service, also eine Software, die zum Beispiel in einem Webbrowser läuft und für berechtigte Benutzer von überall in einer Fabrik aufgerufen werden kann, wo es Zugriff aufs Unternehmensnetz gibt. Das kann zum Beispiel sogar ein Produktionsleiter, der im Homeoffice sitzt, über VPN steuern. Das hat den Vorteil, dass es ein einheitliches Netzwerk ist und einheitliche Sicherheitsdienste genutzt werden und damit über umgebungsübergreifende Infrastrukturen. Ganz einfach erklärt, wir sitzen wieder bei VW und wir benutzen eine Distributed Cloud. Das bedeutet, dass unser, sagen wir mal, Lieferant für Motorblöcke, für E-Autos,
darauf ebenfalls zugreifen kann. Der sieht dann zum Beispiel, VW will im Januar 2000 E-Autos herstellen, also muss ich meine Produktion vielleicht erhöhen oder verringern, je nachdem, wie viel vorbestellt wurde. Dadurch kann die Lieferkette wieder effizient angepasst werden. Weiterer Vorteil ist zum Beispiel das Thema Forschung und Entwicklung. Wenn jetzt meinetwegen VW mit BMW zusammenarbeiten würde und E-Batterien entwickeln würde, dann macht es wenig Sinn, wenn VW und BMW aneinander vorbeiarbeiten, sondern sie vernetzen ihre Systeme in eine Cloud, also in diese Distributed Clouds. Die Ingenieure beider Unternehmen können auf diese Cloud zugreifen, Daten sich da rausholen, Berechnungen durchführen und stellen ihre Berechnungen, ihre Ergebnisse wieder da rein. Das heißt, dann können auch Lieferanten beispielsweise darauf zugreifen. Jeder hat eine Informationsplattform, dadurch ist der Informationsaustausch wesentlich effizienter. Und der Vorteil ist, dass kooperierende Unternehmen auf einer Plattform arbeiten. Sie haben weniger Ausgaben für teure Schnittstellen, das heißt, man muss nicht System A, System B, System C irgendwelche für 150.000, 200.000 Euro Schnittstellen programmieren lassen, sondern man hat diese Cloud, kann darauf zugreifen und jedes Unternehmen, was in dieser Supply Chain, also in dieser Lieferkette drin ist, hat die gleichen Daten und kann seine Produktion darauf ausrichten. Ich hoffe, das ist einigermaßen klar geworden. Ein negativer Punkt ist eventuell, die Vernetzung bedeutet, dass es mehr Angriffsmöglichkeiten gibt. Das heißt, hohe Investitionen in IT-Sicherheit sind nötig. Jeder, der schon mal eine teure Firewall für sein Unternehmen gekauft hat, weiß, dass dabei einige 100.000 Euro ins Land gehen können. Außerdem, und das ist eigentlich noch ein bisschen wichtigerer Punkt, es ist viel Wissen nötig und viele Fachexperten. Diese sind sowohl teurer als auch rar auf dem Markt. Also wir haben Fachkräftemangel, deshalb lernen sie Fachinformatiker. Und teures Personal ist schwer zu kriegen. Schwer zu kriegendes Personal ist teuer. Hier kann sich ein minimaler Teufelskreis ergeben. Der nächste Punkt wäre, neue Architekturkonzepte sind flexibler ausgerichtet als vorherige und haben sehr kurze Release-Zyklen und durch die Kürze der Release-Zyklen auch mehr Release-Zyklen. Was ist erstmal ein Architekturkonzept? Ein Architekturkonzept legt fest, welche Hardware, also zum Beispiel wie stark muss mein Server sein, welches Datenbanksystem, also welche Software muss drauf laufen, welche Schnittstellen brauche ich, Thema Distributed Clouds, für meine Systeme, die darauf laufen müssen, um Daten austauschen zu können. Und welche Datenbanksysteme braucht eine Produktionssoftware? Das heißt, ein Architekturkonzept ist Grundlage dafür, dass eine Hardware und eine Software vernünftig miteinander kommunizieren und es so wenig Systemausfälle wie möglich gibt. Thema Release, was ist das? Das ist eine Softwareanpassung. Das kann auf Kundenwunsch passieren oder wegen gesetzlichen Neuerungen, ganz wichtig in Krankenhäusern beispielsweise, weil die Krankenkassen sich jeden Monat irgendein Gedöns ausdenken. Oder natürlich aus Sicherheitsgründen kennt jeder mittlerweile Release-Updates von Microsoft wegen irgendwelcher fatalen Sicherheitslücken im Edge oder ähnliches. Ganz, ganz wichtig, neuartige Dienstleistungen werden immer wichtiger und öffnen neue Märkte. Das sind neue Geschäftsfelder. Beispiele. Dienstleistungen an sich, also Roboter liefern, aufbauen, konfigurieren, neue Produktionsstraßen aufrüsten. Es gibt mittlerweile Unternehmen, die ganze Produktionsstraßen aus 16, 17 Robotern und Automatisierungssoftware aufbauen. Das sind teilweise Millionengeschäfte, also ein völlig neues Geschäftsfeld, was sehr lukrativ ist. Dann natürlich der Vertrieb, weil ich brauche Verkäufer, die in die Unternehmen reingehen und denen guten Tag sagen und sagen, wir haben hier eine neue Software, neue Roboter, neue sonst irgendwas. Also ist auch der Vertrieb wird immer wichtiger. Noch wichtiger allerdings sind Beratungsdienstleistungen. Es gibt so viele Personalberatungen mittlerweile auf dem Markt, die Fachkräfte vermitteln. Es gibt IT-Consulter. Es gibt aber auch ganzheitliche Unternehmensberatungen wie McKinsey, PwC oder ähnliche, die diese drei Punkte miteinander verknüpfen. Das heißt, ich
vermittle meinem Unternehmen oder ich vermittle meinem Kunden ITler, Ingenieure, Finanzberater, Controller, ähnliches. Ich mache IT-Consulting, Thema Sicherheit. Was ist nötig? Was brauchen Sie? Was haben Sie? Das kann in die Hunderttausende gehen. Und das Ganze nennt man dann auch ganzheitliche Unternehmensberatung. Ganzheitlich deshalb, weil das Personal kommt von der Unternehmensberatung, das Consulting der IT auch und eventuell noch eine Steuerberatungsleistung, eine juristische Beratung und so weiter und so fort. Das heißt, ganzheitliche Unternehmensberatung, ganzheitliche Unternehmensberatung wird immer wichtiger. Und zum Schluss nicht zu vergessen die Serviceaufgaben. Es gibt einen neuen OP-Roboter, der nennt sich Da Vinci. Die Serviceaufgaben, die Wartungen, müssen einmal im Monat durchgeführt werden, damit das Gerät weiter zertifiziert werden kann. Auch das kostet Geld, beziehungsweise wird nachher in Wartungsverträge eingearbeitet, die dadurch teurer werden. Und natürlich die Instandhaltung von großen softwaregesteuerten Industrieanlagen. Die nächsten Punkte. Kunden hegen einen Anspruch auf individuelle Leistungen. Das heißt, fast jeder Kunde braucht auf ihn angepasste Maschinen. Ja, mittlerweile wird viel standardisiert, aber es wird auch sehr viel gecustomized, sprich angepasst. Auch ein ganz wichtiges Element der neuen Industrie 4.0. Produktlebenszyklen werden kürzer. Vielleicht haben Sie es mal festgestellt, wenn neue Autos auf den Markt kommen. Ich für meinen Teil habe mir vor 2 Jahren einen neuen BMW gekauft, war total stolz auf den. Und habe dann 6 Wochen oder 8 Wochen später festgestellt, es gibt ein neues Release, also neues Facelifting von dem. Das heißt, der Entwicklungsdruck auf die Unternehmen steigt stetig an. Ganz besonders zum Beispiel auf Smartphone-Märkten zu sehen. Die Globalisierung der Märkte ist ein großer Punkt. Hochentwickelte Länder wie Deutschland zum Beispiel stehen im Preiskampf mit Niedriglohnländern. Weil dort wird halt auf Masse produziert, das ist günstig, also kaufen Unternehmen, beispielsweise Bosch braucht ganz viele Starter für seine E-Konzepte, für die E-Autos. Die bestellen die nicht mehr in Deutschland, die bestellen die irgendwo in Bulgarien oder mittlerweile, glaube ich, irgendwo in Vietnam. Da bestellen die 2 Millionen, die sind spottbillig, in Deutschland wäre das niemals so günstig herstellbar, alleine schon aufgrund des Mindestlohns. Und jedes Unternehmen hat Zugriff auf etliche Beschaffungsmärkte. Das heißt, der Preisdruck und die Konkurrenz beim Wareneinkauf steigt. Das heißt allerdings auch, dass die Leute, die Lieferanten sind, sprich von denen eingekauft wird, ebenfalls in einem globalisierten Wettbewerb stehen. Und als letzter Punkt, der ebenfalls immer mehr an Bedeutung gewinnt, ist die soziale und ökologische Verantwortung. Die nachfolgenden Generationen, ich bin jetzt Mitte 30, die Generation nach mir oder 2 Generationen nach mir, achten immer mehr auf Umweltschonung und Fairtrade. Das heißt also, die sind vielleicht nicht mehr so zu begeistern von einem Bugatti Veyron mit 1100 PS, der durch ein YouTube-Video gescheucht wird, sondern die sind eher darauf bedacht, dass neue Elektroautos entwickelt werden, um die Umwelt zu schonen. Welche Folgen haben wir nun bei den Änderungen in den Marktstrukturen für unser Unternehmen? Also welche Folgen entstehen für unser Unternehmen dadurch, dass sich die Marktstrukturen ändern? Folge 1. Viele Märkte sind Käufermärkte geworden. Fragen Sie sich jetzt, was Käufermärkte sind? Ich erkläre es Ihnen, inklusive Beispiel. Ein Käufermarkt bedeutet, ich habe mehr Angebot als Nachfrage. Das heißt, der Kunde oder Käufer in dem Fall hat riesige Auswahl und kann den Preis drücken. Beispiel: Der Markt für Smartphones ist ein Käufermarkt. Es gibt einige Hersteller wie Samsung, Apple, Xiaomi, Huawei. Das ist jetzt hier keine Schleifwerbung, sondern einfach nur ein Beispiel. Diese streiten um die Gunst von Millionen, sagen wir mal lieber Milliarden Kunden. Der Käufermarkt ist also der Smartphone-Markt ist ein Käufermarkt, weil alle Geräte die fast gleichen Funktionen haben und der Unterschied zwischen diesen Geräten entweder in der Größe liegt, in der Bedienung liegt oder im Preis liegen kann. Die meisten sind so standardisiert, alle haben eine Kamera, haben eine MP3-Funktion, haben eine Navigationsfunktion etc. Da gibt es keinen großen Unterschied mehr.
Der Unterschied kann nur noch in der Bedienung liegen, zum Beispiel Apple hat ja immer noch ein sehr innovatives Bedienkonzept, oder halt im Preis. Weiterhin, die angebotenen Waren müssen dem Kunden einen Zusatznutzen bieten und damit das Kaufinteresse wecken. Hier kann ich Ihnen schon mal einen kleinen Wink Richtung Unique Selling Point geben, den wir aber gleich noch wesentlich detaillierter bearbeiten. Der Zusatznutzen ist eben dieser Unique Selling Point, der USP. Das ist das Alleinstellungsmerkmal, weswegen ein Kunde unser Produkt kauft und nicht das der Konkurrenz und weswegen wir Umsatz machen und Gewinne steigern können und nicht der Konkurrent. Beispiel für ein USP: MacBooks haben eine innovative, intuitive Bedienung und eine ultralange Akkulaufzeit. Dann gibt es beispielsweise Hosen von Engelbert Strauß, die trotz höchster Belastung eine tolle Haltbarkeit haben. Oder auch Autos mit komfortablen Extras, beispielsweise neue Scheinwerfer für mehr Sichtfeld im Dunkeln oder ein sehr guter Service durch ein breites Netzwerk von Werkstätten. Sie sehen, nur Produkte mit Zusatznutzen sind am Markt erfolgreich und schaffen Umsätze und damit Gewinne. Und nur erfolgreiche Produkte erzielen diese Umsätze und decken deshalb Kosten. Wir können auch ein Produkt auf den Markt werfen, was 20 Millionen Entwicklung gekostet hat, aber keinen Umsatz einbringt, also sprich nicht verkauft wird zu einem vernünftigen Preis. Das kann unser Unternehmen eher in die roten Zahlen rücken als in die schwarzen Erfolgszahlen. Die Veränderung der Erwerbstätigkeit in den letzten 50 Jahren. Darauf möchte ich nochmal kurz eingehen, aber wirklich nur ganz kurz. Hier von 1970 zu sehen bis ungefähr 2030. Sie sehen, Industrie geht zurück, Dienstleistungen gehen zurück und Landwirtschaft geht massiv zurück, also da wird massiv importiert. Aber die Informationstechnik, also das, was Sie gerade lernen, das geht immer weiter in die Höhe. Herzlichen Glückwunsch, Sie wollen sich einen Job suchen, der praktisch krisensicher ist. Welche Erklärung gibt es dafür nun? Naja, immer mehr Menschen arbeiten natürlich im IT-Sektor, weil IT wird überall benötigt, das haben wir jetzt eben durch die letzten Folien gesehen. Immer weniger Menschen arbeiten in der Industrie, das heißt industriell hergestellte Produkte müssen importiert werden, um den Warenbedarf zu decken. Das bedeutet allerdings, dass wir eine Gefahr haben, dass wir abhängig werden vom Ausland. Beispiel ist jetzt der Ukraine-Krieg, weswegen der Getreidepreis massiv in die Höhe gegangen ist und Ihr Brot, was Sie beim Bäcker kaufen, doppelt so teuer geworden ist in den letzten Monaten und zwei Jahren. Das liegt daran, weil wir in Deutschland so gut wie kein Getreide mehr selber ernten, sondern das größtenteils aus der Ukraine importieren. Landwirtschaft wird es in den kommenden 20, 30 Jahren so gut wie nicht mehr geben. Rohstoffe wie Weizen müssen importiert werden, sprich Ukraine, Polen und Länder, die riesige Weizenfelder haben. Das heißt aber auch, dass die Abhängigkeit steigt und das Preisdiktat. Das heißt, zum Beispiel Länder wie, ich sag jetzt mal Polen, die Millionen Tonnen von Getreide ernten und nach Deutschland exportieren, können den Preis diktieren, das heißt, bei uns wird sich der Preis eher erhöhen. Das ist jetzt nicht gerade rosig, aber es ist eine Realität. Der letzte Punkt am heutigen oder für dieses Kapitel, der Unique Selling Point nochmal detailliert erklärt. Welche Eigenschaften hat ein guter USP? Sie sehen hier diese Punkte, die ich Ihnen hier einmal als Bild fürs bildliche Lernen aufgezeichnet habe oder beziehungsweise aus einem Buch rauskopiert habe. Auf jeden einzelnen Punkt werden wir jetzt detaillierter eingehen. Wir beginnen mit der Servicequalität, bedeutet schnelle, qualitative Antworten auf Kundenrückfragen. Sie machen ein Ticket bei BMW auf, weil Ihr Navi nicht funktioniert. Sie erwarten eine schnelle und qualitativ hochwertige Antwort, weil ansonsten kann die Gefahr bestehen, dass Sie statt bei BMW Ihren nächsten Wagen bei Mercedes, Audi oder VW kaufen. Die Produktaufmachung. Das Produkt sollte qualitativ hochwertig aussehen und sich von den Produkten anderer Hersteller absetzen, vom Design her, aber auch von der Verpackung her wird immer wichtiger, dass weniger Plastik verwendet wird. Die Werbepräsenz ist natürlich wichtig. Unser Produkt muss zu den wichtigen Werbezeiten, sprich der Primetime, präsent sein, was allerdings
sehr, sehr viel Geld kostet, also es muss sich im Endeffekt auch rechnen. Das heißt, die Verkaufszahlen müssen dadurch in die Höhe schnellen. Das Image ist super wichtig. Unser Produkt braucht ein gutes Image. Es sollte nachhaltig sein, eventuell Fairtrade oder öko-zertifiziert, damit es auch für die jüngere Generation attraktiv zum Kaufen wird. Sortimentsvielfalt ist mittlerweile ein ganz großes Thema. Das Sortiment sollte mehrere Varianten von Produkten beinhalten. Smartphones beispielsweise gibt es mittlerweile nicht nur 5 oder 6 von jedem Hersteller, sondern ich sag mal 15, 20, vielleicht sogar 30. Also eine unglaubliche Produktvielfalt. Die Lieferfähigkeit ist ein ganz wichtiger Punkt. Das Produkt muss schnell und einfach lieferbar sein. Kein Kunde will 6 Wochen auf ein Smartphone warten. Das ist, macht jetzt nicht wirklich Spaß für die Kundschaft. Innovationskraft muss da sein, das heißt, unser Produkt muss auch irgendwie was Neues ausstrahlen, neues Design, neue Funktion, irgendwas Tolles, was richtig heraussticht. Die Distribution ist ganz wichtig. Unser Produkt muss der breiten Masse zugänglich sein. Das heißt jetzt nicht, dass die breite Masse sich auf einmal Bugatti Veyron leisten kann, nur weil er bei jedem Autohändler steht, aber zum Beispiel ein normaler Mittelklassewagen wie, nehmen wir mal einen VW T-Roc, sollte schon einem breiten Verkaufsnetzwerk zugänglich sein, damit halt so viele Autohäuser wie möglich den im Angebot haben. Zu guter Letzt Flexibilität. Unser Produkt muss auf die Bedürfnisse verschiedenster Kundengruppen anwendbar sein. Joghurt müssen auch mal laktosefrei sein. Es muss ein Produkt geben mit einer höheren Preiskategorie, zum Beispiel den Audi A4 mit allen Super-Extras für 90.000 Euro. Und den muss es genauso geben wie den Audi A4 ohne Sitzheizung, Klimaanlage und Extras für, sagen wir mal, 35.000 Euro. Unser Produkt muss also flexibel sein, damit sich mehrere, viele Kundengruppen darauf fixieren können, dieses Produkt zu kaufen. Unique Selling Point bedeutet Alleinstellungsmerkmal, und wenn Sie diese gesamten Punkte hier erfüllen oder zumindest von diesen 2, 4, 6, 8, 9 Punkten, sagen wir mal 7 oder 8 erfüllen, dann ist Ihr Produkt so attraktiv, dass es sich effizient und gut von der Konkurrenz absetzen lässt. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass Ihr Produkt oder in diesem Fall unser Produkt in Anführungsstrichen auch gekauft wird. Sie haben es geschafft. Das Wichtigste in Kürze, was haben wir besprochen? Wir haben besprochen die Merkmale und Herausforderungen neuer Märkte und von Industrie 4.0, die Eigenschaften der neuen Marktstrukturen in der Industrie 4.0, die Folgen der Änderungen auf den Märkten für die Unternehmen, also welche Folgen diese Änderungen in den Märkten für die Unternehmen haben, und den Unique Selling Point sowie seine Eigenschaften, was muss ein gutes Produkt also haben. Fragen, Anregungen, Kritik, ich wiederhole mich jederzeit über diese 3 Kanäle. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, ich hoffe, das Video war Ihnen nicht zu lang, ansonsten gerne Kritik äußern und wir sehen uns im nächsten Abschnitt.